Hallo meine Lieben, kommen wir zu einer extrem beliebten und gleichzeitig verhassten Buchreihe, je nachdem, wer mir fragt. Also eine absolut polarisierende Buchreihe, Kinder lieben's, Eltern lieben's, Buchhändler, Bibliothekare und Co. mögen's in der Regel gar nicht. Es geht um das magische Baumhaus, das große Spiel von Mary Pope Osborne. Und das ist, glaube ich, Teil 4, das schon Band 54. Ich habe tatsächlich vorher noch kein Band gelesen. Ma hatte mal was davon gelesen, aber okay, das hier kam 2019 raus und es geht in diesem Band um Baseball. Für alle, die das magische Baumhaus nicht kennen, es geht um ein magisches Baumhaus, mit dem die Kinder durch die Zeit reisen können. Ich weiß nicht, ob sie noch irgendwo anders hinreisen können. Wie gesagt, das ist mein erstes Mal, dass ich hier wirklich eingestiegen bin. Natürlich wusste ich durch viele Gespräche, wenn man lang genug in den Bücher Zirkus drin ist und vor allen Dingen auch immer sehr interessiert an Kinderbüchern war, kam man ja irgendwie nicht dran vorbei. Diese Reihe hat sich halt verkauft, verkauft, verkauft. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber bis vor ein paar Jahren war das wirklich hier das heiße Zeug, was die Kinder lesen wollten und wo die Eltern auch extrem stolz waren, dass die Kinder schon die ganze Reihe gelesen haben und so. Und dann hat man in die langen Gesichter der Buchhändler gesehen, weil das sind ja eigentlich keine richtigen Bücher. Zwar so schon, sie sehen so aus, aber der Inhalte, das Niveau, das Sprachniveau lässt zu wünschen übrig. So habe ich es mir zumindest sagen lassen. Ich kann euch gleich sagen, ich finde die Reihe top. Ich finde das super gut, dass es so eine Reihe gibt. Und hätte ich Kinder, würde ich es auf jeden Fall ihnen das hier zu lesen geben, weil ich finde, dass sie etwas ganz Tolles machen. Sie machen neugierig auf Geschichte und vielleicht auch noch auf andere Themen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Es gibt ja zum Beispiel die Insel der Wikinger oder im Reich des Tigers. Es gibt im Auftrag des Roten Ritters das verzauberte Spukschloss und so weiter und so fort. Der Geheimflug des Leonardo. Ja. Ich kenne nur die also ich weiß jetzt nur, dass es Geschichtsbücher halt gibt, dass es in eine bestimmte Zeit entführt. Kinder lernen was. Ja, es ist nicht super ausführlich, soll es auch gar nicht sein. Es ist groß geschrieben, wie ihr sehen könnt. Es ist kurzweilig, es sind großflächige Illustrationen drin. Ja, aber bevor ich jetzt überhaupt weiterrede, hier steht irgendwo Dauerwerbesendung, weil ich könnte hier eure Kaufentscheidung beeinflussen mit dem, was ich sage. Alle Infos unten in der Infobox. Okay, also es geht um, ich weiß nicht, sind sie Geschwister? Ich glaube, das muss man auch gar nicht so genau wissen. Hier vorne ist jedenfalls immer, wie alles anfing, nochmal für, ja, Quereinsteiger, wenn sie sich halt nur für ein bestimmtes, ja, für ein bestimmtes Thema interessieren. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja, sie sind Geschwister und sie leben in Pennsylvania in den USA und halt, da gibt es halt dieses magische Baumhaus, mit dem sie reisen können. Hier in diesem Band ist es jetzt so, dass das Magische, dass ihr, sie wollen eigentlich oder wollen gar nicht, sie wollen nicht. Die eine, ja, der Junge, nein, zum Baseball gehen. Sie haben schlechte Erfahrungen gemacht, sie können nicht gut werfen und so weiter und dann wird ausgelacht und. Und dann kommt ein Baseball auf sie zugerollt und sie wissen, aha, das magische Baumhaus ist wieder da und damit reisen sie jetzt in die Zeit. Sie reisen, wenn mich nicht alles täuscht, ah, hier hinten steht sogar drauf, ins Jahr 1947, zu einem ganz besonderen Baseballspiel. Wer sich noch nicht mit Baseball auskennt, ja, ich kannte das bis jetzt, also bis vor kurzem auch nicht. Ich habe mich im letzten Jahr ein bisschen mehr mit Baseball beschäftigt. Es geht um Jackie Robinson. Jackie Robinson war der Spieler mit der Nummer 42. Ein ganz bekannter Spieler. Er war der erste Schwarze, der in der weißen Major League spielen durfte. Er wurde ausgebuht. Sie wollten auf keinen Fall schwarze Spieler da haben. Und trotzdem hat er den Weg bereitet für die vielen, die nach ihm kamen. Und deswegen ist Jackie Robinson halt ganz besonders. Und hier geht es um sein erstes Spiel. Es geht darum, auch wie Jackie Robinson einfach nur gespielt hat, sich darauf konzentriert hat. Und sollten Sie doch alle sagen, was sie wollten. Er war derjenige, der diese Grenze durchbrochen hat. Und dafür ist er eine Legende bis heute. Ich glaube, es gibt sogar den Jackie Robinson-Tag, wo alle Spieler, die mit der 42 aufschlagen. Ja, er ist jedenfalls etwas ganz Besonderes im Baseball.
Und wie gesagt, es ist kurzweilig. Es ist nicht mit erhobenem Zeigefinger und hier, Kinder, lernt schön, sondern man bekommt ein bisschen mehr von der Zeit mit. Man bekommt ein bisschen mehr vom Baseball mit. Es wird hier hinten auch noch drin erklärt. Baseball, seht ihr. Baseball, das Spiel und das Feld. Was ist das Infield? Was ist die Homebase? Also so ein paar Begriffe lernt man. Aber wie gesagt, das ist spielerisch, das ist nebenher. Es ist groß geschrieben. Ihr habt gerade mal 109 Seiten. Was es aber macht, es macht neugierig. Es macht neugierig auf Baseball, auf Jackie Robinson vielleicht, wenn man später in der Schule, ich meine mal, es gibt ja auch alle möglichen Sachen von, dann habt ihr schon mal ein gewisses Grundwissen in eurem Kind verankert, wo es dann sagen kann, ah ja, okay, da war was. Es weckt Interesse, sich mit Themen vielleicht näher zu beschäftigen. Aber vor allen Dingen gibt es mit einer Geschichte eine Grundlage, um überhaupt neues Wissen darauf aufzubauen. Und das spielerisch, das gut sie... Ja, es ist vielleicht nicht so hochwertig geschrieben, die Sätze nicht so kunstvoll ausformuliert und eigentlich könnte es viel leichter gehen. Aber diese Bücher schrecken Kinder nicht, weil sie dünn sind. Und ich habe auch in der Bücherei mitgekriegt, dass die eine Mutter mit ihrem Kind da durch die, was heißt Kind, die wird auch schon 12 oder so gewesen sein, aber da sie wurde pro Buch bezahlt. Und da wurde dann halt nur geguckt, was ist besonders dünn. Ob es interessiert hat, ist noch was anderes. Diese Bücher sind dünn, sie sind groß geschrieben. Ich hatte das, glaube ich, mit ein bisschen was nachschlagen und notieren noch, weil ich mich noch ein bisschen näher mit Jackie Robinson Baseball beschäftigen wollte. Habe ich 40 Minuten, glaube ich, gebraucht. Also in 40 Minuten war das hier passé. Es gibt die Sachen auch bei Spotify. Also die Hörbücher sind bei Spotify online. Es gibt also auch Hörbücher dazu. Da muss das Kind noch nicht mal mehr lesen. Obwohl wir wissen doch alle, dass das eigentlich Sinn und Zweck sein sollte. Aber dennoch, hier wird ein bisschen Freude vermittelt an historischen Figuren. Und mir hat es damals extrem geholfen, dass ich solche Serien gesehen habe wie Lady Oscar damals und dann halt ein enormes Interesse dadurch an der Französischen Revolution entwickelt habe. Ich finde, dass solche Geschichten wirklich einen guten Grundstein liefern, wodurch dann das Lernen später wesentlich leichter fällt. Und deswegen finde ich, ist das Magische Baumhaus wirklich eine richtig große Empfehlung für euch und eure Kinder oder Nichten, Neffen, Patenkinder. Es gibt ja immer irgendwelche Kinder, die man beschenken kann oder mit denen man abends auch zusammen lesen will. Wie gesagt, ich habe 40 Minuten dafür gebraucht. Das eignet sich also ganz hervorragend auch, um halt vorzulesen. Ja, für mich ist 40 Minuten durchaus abends im Vorlesebereich drin. Vor allen Dingen, wenn man ja es nicht regelmäßig machen muss, weil man die liebe Tante sein darf, dann kann man halt sich wirklich 40 Minuten, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Und man kann es ja auch nochmal teilen, aber es ist auch nicht so dieser riesen Spannungsbogen drin, dass die Kinder danach aufgewühlt werden. Aber gerade für mich, die ein absolut geschichtliches Interesse hat, ist es halt dann auch so eine schöne Sache, dass man mit dem Kind dann reden kann oder sich dann noch intensiver beschäftigen kann. Gerade hier, wenn ihr in der ARD Mediathek guckt, findet ihr noch Dokumentationen für Kinder zum Thema Baseball. Wie wird das Spiel gespielt? Was ist besonders daran? Kinder zeigen halt Erwachsenen, wie man Baseball spielt und was so toll daran ist. Und es kann also auch nicht nur für die Person Jackie Robinson ein bisschen sensibilisieren, sondern es kann auch für Baseball sensibilisieren. Und man kann dann halt mit dem Kind, wenn man das möchte, wenn man darauf aufbauen will, kann man mit diesen Büchern sicherlich auch wunderbar aufbauen. Themen, mit denen man sich dann näher beschäftigt. Und es gibt auch Sachbücher, habe ich gesehen, vom Magischen Baumhaus. Also, ja, so. Gut, ich habe euch jetzt viel erzählt. Das Buch, wie gesagt, ein kleines Büchlein. Ihr erfahrt ein bisschen was über die Sache. Und das ist, glaube ich, auch Sinn und Zweck dieser Bücher. Dann wünsche ich euch und euren Kindern eine richtig schöne Lesezeit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Solltet ihr jetzt auf der Suche sein nach noch mehr Lesestoff, habt ihr die Möglichkeit, natürlich unseren Kanal hier zu durchforsten. Wir haben hier viele Bücher vorgestellt und wir haben noch einen Erstkanal, einen Hauptkanal und genau dort findet ihr sowas wie Büchertalks und Leseupdates und wir malen auch gerne aus, also auch Malbücher für Erwachsene oder Puzzle, findet ihr alles dann noch auf unserem Hauptkanal. Also, dann wünsche ich euch eine richtig schöne Lesezeit.